Ahoi ihr Lieben, herzlich willkommen aus meiner Veranda-Suite auf MS Europa. Das ist Suite Nummer 626. Ja, und das ist die Suite, in der ich übernachtet habe. Insgesamt 10 Nächte, also richtig lange. Dementsprechend kann ich euch auch jetzt wirklich ausführlich einiges erzählen über diese Suite. Und ich würde sagen, ja, wir fangen mal an gleich auf der Veranda. So, hier geht's einmal raus. Ja, also wir sehen, ja, hier hat man schon richtig, richtig viel Platz zur Verfügung. Ja, es ist so, dass man hier also so ein bisschen hochwertigere Sessel hat, wo dann immer diese Auflage auch täglich raufgelegt wird, raufgepackt wird und die dann am Abend auch wieder vom Zimmermädchen entfernt wird. Ja, wobei eigentlich Zimmermädchen, das müsste man ja eigentlich genderneutral formulieren, oder? Aber gut, ihr wisst, was gemeint ist. Ja, also gut, da kann ich dann einmal sitzen. Ich habe dann hier einen Tisch, wo ich dann natürlich auch beispielsweise schön frühstücken kann oder Abendessen kann oder, denn Room Service ist selbstverständlich im Luxussegment im Preis enthalten. Und eine Liege habe ich auch noch. Bedeutet aber auch, wenn ich eine Liege habe, habe ich nicht zwei. Ja, also es kann tatsächlich dann nur einer liegen, der andere müsste dann sitzen. So, ja, das ist hier von der Lage, ist diese Kabine auch ganz schön gewesen, muss man wirklich sagen. Freien Blick in alle Richtungen, nach oben, nach unten, wie auch immer. Wir sind übrigens gerade hier in Tromsø, ja, da wo ich heute von Bord gehe. Ja, also hier gibt es eigentlich wenig zu sagen. Das ist eigentlich alles wunderbar gewesen. Grundsätzlich ein paar Dinge, zum Beispiel zur Ruhe dieser Kabine oder dieser Suite. Es war extrem ruhig. Das ist insofern bemerkenswert, als dass wir uns ja hier mit einem Schiff aus dem Jahr 1999 zu tun haben. So. Und ja, das ist nicht ganz selbstverständlich, muss man sagen. Ja, gerade was so Klimaanlage oder so angeht, man hört die kaum. Das ist echt super. Also ja, es gibt nichts Schlimmeres als auf so alten Schiffen, wenn man dann so blasende Klimaanlagen hat. Ja. Aber gut, ich schweife ab. So, wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Also ich habe ein Sofa. Ja, das ist jetzt nicht hier irgend so ein Mini-Sofa oder so, sondern das ist schon ein Sofa, wo man auch richtig gemütlich sitzen kann. Ich meine, gut, diese Suite hat, ich weiß nicht, glaube ich 27 oder 28 Quadratmeter. Ja, da ist natürlich dann auch genug Platz. Ne? Dieses Sofa kann umgebaut werden zu einem Bett, also wenn nun eine dritte Person hier schläft. So, ich habe, das ist alles hier, ja, schweres, hochwertiges Mobiliar, muss man sagen. So, hier drunter kann man dann, ups, da befinden sich, also wenn ihr die mal suchen solltet, da sind die Auflagen für die Liegen, ja, wenn sie irgendwie nicht auf dem Balkon, auf der Veranda sind. So, ja, guck mal, wie sich das gehört, der Champagner, der steht nicht immer hier, sondern der steht jetzt da, weil heute die Kabine wieder neu bezogen wird. Also da gibt es zum Begrüßung, ups, mal eine kleine Flasche Champagner. Obst gibt es dauerhaft hier immer und Erdbeeren gibt es auch nochmal zur Begrüßung. So, wer sich schon gefreut hat, nein, das ist hier nur Puderzucker, ja. Gut, also, dann gucken wir mal. Hier dann die andere Seite. Ja, das ist dann hier so eine Schreibtischkonsole, will ich es mal nennen. So mit Spiegel. Ja, hier dann auch einigen Schubladen. Hier drin befindet sich dann Besteck, falls man jetzt das Gefühl hat, man möchte nicht einfach so in den Apfel beißen, sondern man möchte ihn erstmal aufschneiden. Ja, dann ist man da richtig. Ja, das ist erstmal alles. Ach so, ja, Steckdosen. Ja, wie nicht anders zu erwarten, in einem Schiff aus dem Jahr 1999 ist jetzt nicht so massenweise Steckdosen. Also hier sind einmal zwei und dann, simsalabim, befindet sich da an der Seite nochmal eine Steckdose. Ja. Was man sehen kann, ganz gut an dem Fernseher, ne? Das ist nicht der Ursprungsfernseher natürlich aus dem Jahr 1999. Deswegen ragt der da natürlich auch so ein bisschen dann darüber hinaus, weil man dann irgendwann mal festgestellt hat, so, oh Gott, was sollen wir machen? Die Fernseher sind größer geworden. So, dann hat man das aber so entsprechend dann da eingebaut. Ja, hat man natürlich so eine Größe. So, heute würde man den wahrscheinlich noch größer bauen. Aber gut, das ist dann irgendwie erst was man macht, wenn man vielleicht mal eine neue Europa in Auftrag gibt oder so. Ja, hier sind dann Gläser für den Roomservice, Flaschenöffner. Und, das ist das. Ach so, ja, ich will auch noch mal kurz hinweisen hier auf das wirklich gute Bordinformationssystem. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt, das weiß nicht, geplant so schnell ankriege. Aber man hat da ja häufig so Systeme, wo man sich Speisekarten und so weiter angucken kann. Ah, doch Gott, jetzt dachte ich, es geht nicht mehr an, habe es wieder ausgemacht. Aber das ist hier wirklich sehr gut gemacht, muss man wirklich sagen. Während er sich warm läuft, rede ich schon mal hier vielleicht in der anderen Richtung weiter. Denn hier sind nun wieder erwartet, hier sind nun die Betten. Ja, die haben einen weichen Topper, so hier oben drauf. Ja. Also so die Freunde der harten Matratze,
ist vielleicht nicht ganz optimal für die, aber die meisten bevorzugen ja eben auch so einen etwas weicheren Topper. Ja, so, dann hat man gedacht, im Luxussegment, wir bestellen mal das luxuriöseste Telefon, was es gibt, hier sogar mit einem riesen Bildschirm. Aber das hat man wahrscheinlich auch schon vor 10 Jahren gemacht. Jetzt steht sie immer noch. Ja, naja, das ist halt, ne, dieses Telefon. Ich meine, wann telefoniert man heute mal? Höchstens, um die Rezeption anzurufen. Ja, also insofern, nein, das ist schon alles wunderbar. Hier ist, glaube ich, die Bibel drin. Jawohl, das Neue Testament. Oh, und ein Spuckbeutel. Habe ich noch nie gebraucht, aber gut. Dann kann man das Ganze hier nochmal abtrennen. Ja, hier ist also ein Vorhang. So, wenn nun hier nebenan dann noch jemand sitzen möchte, man möchte aber schlafen, geht denn der Fernseher jetzt hier nochmal an? Gut, jetzt aber. Ja, also dann kann man das Ganze abtrennen, das ist überhaupt gar kein Problem. So, Steckdosen habe ich da neben den Betten nicht mehr, aber gut, das ist halt eben die Geschichte. Ja, das hat man halt eben noch anders gemacht, ne? Vor 19 Jahren. Da dachte man nicht, dass das irgendwann mal relevant sein könnte. So, hier will ich kurz zeigen. Das ist wirklich super. Ja, also ich habe nicht nur Fernsehen, ich habe Video on Demand, irgendwelche Filme, die ich da kostenlos aufrufen kann, das Tagesprogramm, Wetter, Hafeninformationen, das kann ich da alles abrufen. Ja, also das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht. Also ja, also das nur am Rande, ne? Das ist normalerweise, ich benutze ja den Fernseher immer gar nicht so unbedingt, aber da wollte ich darauf hinweisen. So, wir gehen mal weiter. Hier wird die Temperatur eingestellt. Ja, das ist wie gesagt von der Temperatur alles angenehm gewesen. So, und dann geht es hier in den begehbaren Kleiderschrank. Ja, an Bügeln mangelt es nicht. Ja, wir sehen Bügel ohne Ende. Das ist aber auch, ich meine, die Reisen sind ja lang, ne? Das wäre jetzt hier also regulär, wenn ich nicht ein bisschen verkürzt hätte, eine 17-Tages-Reise gewesen. Da oben sind die Rettungswesten. Hier ist eine Decke, wenn einmal frisch sein sollte. Ja, dann habe ich da eine Tasche. Badeschuhe, Schubladen, ein Safe, ja, der sieht mir ehrlich gesagt ja auch sehr modern aus, als ob der nicht aus dem Jahr 1999 ist, also das hat man alles mal neu gemacht, ne? Ja, also das ist ja eben auch so im Luxussegment natürlich wichtig, ne? Dass ich immer so ein bisschen da am Ball bleibe mit so Dingen, die sich ändern oder, was man auch irgendwann mal geändert hat, hier an den Türen draußen, da muss man die Karte nirgends mehr reinschieben oder so, nee, sondern man hat hier einfach draußen so ein Feld, wo ich dann, ich habe ja hier meine Karte immer hinten drin stecken, Handy, so, dann halte ich das daran und dann geht die Tür auf. So, das hat man also auch irgendwann umgebaut. So, ebenfalls, ja, neu sind wirklich auch die Bäder in den Suiten, ja, den Mut hätte man 1999 hier noch nicht gehabt, mit diesen, ja, also ich finde es ganz hübsch, ja, mit diesen Steinchen. Auch hier sieht man im Bad, man kann das vielleicht hier nochmal genauer zeigen. So, guck mal, da unten, ist das nicht schön? Mit dem von unten beleuchteten Schrank und jeder Menge Platz hier tatsächlich nochmal. Also man kann darüber diskutieren, ob der Platz im Ankleidezimmer mit den Schubladen vielleicht reicht. Aber wenn nicht, dann ist hier ausreichend vorhanden. So, ein Föhn ist hier tatsächlich auch. Natürlich, also gar nicht so überraschend. So, hier ist dann auch nochmal Platz. Ja, also hier kann ich irgendwie ohne Ende Dinge mitbringen. Das ist gar kein Problem. Ach ja, so Pflegeprodukte sind natürlich vielfach vorhanden hier. Die eigene Europa-Edition, guck mal, das ist doch was. Conditioner, Shampoo, Bodylotion, Duschgel. So, wieder zurück. Ja, dann habe ich natürlich eine separate Dusche. Es ist nicht so, dass man in der Badewanne duschen muss. So, die ist hier. Ja, ich habe hier am Telefon... an der Toilette auch nochmal für den Notfall ein Telefon, das wollte ich sagen. Und hier ist dann die Badewanne. Ja, die habe ich jetzt nicht ausprobiert auf der Reise. Aber gut, es gibt ja manche Leute, die gerne auch baden. Achso, ja, hier hinter der Tür vielleicht auch noch. Ich meine, gut, dass es Bademäntel gibt, ist im Luxussegment natürlich auch selbstverständlich. Ja. Aber gut, ja, ich finde hier mit dem Badezimmer, das ist sehr hübsch geworden, ja, muss ich wirklich sagen. Also es gefällt mir ausgesprochen gut. So, hier kann man anlassen, da unten bleibt das Licht so lange an, bis sich da keiner mehr bewegt, dann geht auch das aus. So. Ja, das ist es dann, denke ich, soweit gewesen. Also das war so alles, ja, was ich euch dazu mal erzählen wollte. Also mir hat es ausgesprochen gut gefallen, da die 10 Tage, also war... ein Kabinentyp, ja, wo man sich durchaus gut aufhalten kann. Ja,
Wenn ihr mal Angebote checken wollt, dann klickt mal auf den Link, könnt euch das mal angucken. Klar, Luxussegment hat seinen Preis, ne? Aber ihr bekommt eben auch was dafür. Also, und gebt dem Ganzen einen Daumen hoch und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss!